Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Portal 1. In dieser so wunderschönen Welt, die anscheinend kein Ende findet. Wir sollen anscheinend da hochhüpfen, würde ich jetzt mal stark vermuten. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie hinkriege. Im Boden kann ich das Ding nicht machen, ne? Ansonsten könnte ich so ein bisschen Schwung aufbauen. Warte, ist das möglich? Geht das? Nein. Aber was gehen würde? Nee, das geht auch nicht. Wir gucken erstmal, was da drüben ist. So, jetzt bin ich hier. Jetzt kann ich was machen? Eigentlich nichts. Ja. Da fängt das. Oh Gott. Ich wusste gerade nicht, wo ich bin. da fängt es ja so schon gut an. Oh. Oh. Mal gucken, wie oft ich sterbe. Müsste ja eigentlich jedes Mal Schwung aufbauen, oder? Ach so. Ich baue nicht jedes Mal Schwung auf. Schade. Gott, ich bin verwirrt. Wo bin ich? Oh. Scheiße, verkackt. Okay. Aber ich habe das Prinzip verstanden. Lass mich los! Gott, ich kriege hier noch Kopfschmerzen. Obwohl, ich könnte doch. Ich könnte das Blaue hier stehen lassen, oder? Okay, ich hätte mich vielleicht noch retten. Ach, ich kann noch. Ich kann mich noch retten. Alter, ist gut! Ich bin verwirrt. Wenn ich den gelben da an den Rand mache, ne? Und dann springe! Glaube, ich habe mich nochmal gerettet. Ich muss nur irgendwie. Wo bin ich? Alter, was geht hier ab? Nee, so hoch komme ich nicht, ne? Obwohl. Okay. Jetzt bin ich im Orangen drinne. Jetzt bin ich im Blauen drinne. Das heißt, ich muss, wenn ich in den Orangen springe, direkt nach vorne drücken. Ups. Okay, pass auf. Ja! Ja! Hui! Okay, reicht das? Anscheinend nicht. Gott, das ist so verwirrend! Okay, machen wir es gerade. Ja! Was? Okay, pass auf. Wir müssen das einfach gerade machen. Wenn ich dich so hinpacke, ne? Wie komme ich dann raus? Sehr verwirrt auf jeden Fall. Ich muss zum Blauen, okay. Boah! Okay. Hat sich, glaube ich, gerade erledigt. Oh, das tut im Kopf weh. Oh! Aber es ist so lustig. So, kannst du bitte laden? Danke. Zerstört. Okay. Gut. Wenn es nicht so verwirrend wäre. Wieso gucke ich? Wo gucke ich jetzt hin? Okay. Okay. Ich glaube, ich habe es jetzt. Ich gucke ja jetzt zurück, ne? Das heißt. Ich komme ja nie wieder zurück, ne? Aber ich gucke, glaube ich, in die richtige Richtung.
So, oh Gott, nein. Ich muss mich nur umdrehen. In die Richtung muss ich gucken, ne? Genau. Und dann springe ich. Nein, zurück. Okay, der Abstand ist einfach nicht groß genug. Nicht klein genug. Das heißt, wir müssen es echt oben auf der anderen Plattform machen. Aber ich hab's so langsam raus. Es hat so seine Schwierigkeiten, klar, gebe ich zu, aber ich hab's langsam raus. Kannst du bitte sterben? Danke. Zerstört. Ich bin Spielkind, ich weiß. Gott, wo bin ich? Okay, ich gucke einfach in die Richtung. Aha, wie, das reicht nicht aus. Aber beim letzten Mal ist es ausgereicht. Ach so, da muss ich hingucken. In die andere Richtung. Genau, und jetzt bewege ich mich gar nicht. Und dann gucke ich gleich automatisch wieder dahin. Ich darf mich nicht verwirren. Ich habe den gleichen Fehler wieder gemacht, ne? Egal, diesmal machen wir das Portal so rum. Ist ja gut, ist ja gut. Beruhigen wir uns erstmal. So, und das Portal mache ich so rum. Vielleicht sollte ich mich das nächste Mal nicht draufstellen. Ja, ist ja gut, wo bin ich? Warum? Hat das... Okay, okay. Ich hab's jetzt, ich hab's jetzt. Ja! Okay, vielleicht hätte ich es nicht so rummachen sollen. Okay, komm. Ich krieg das hin, Freunde. Ich krieg das hin. Das ist gar kein Problem. Jetzt habe ich es nämlich raus. Hätte ich vielleicht ein bisschen eleganter noch machen können, aber naja. So. Gut, das kann ich wohl jetzt schon wieder vergessen, ne? So, der Blaue. Geronimo! Ja? Okay, ich habe schon mal in die richtige Richtung geguckt. Moment. Wait a second. Okay. Ich glaube, ich schaff's nicht, das Ding zu treffen, oder? Ich habe eigentlich gedacht, ich baue hier ein bisschen Speed auf. Gott, das tut ja weh. Aber es hat nicht funktioniert. So. Ah, orange hätte es sein sollen. Na gut, machen wir das kleine Spielchen nochmal. Und zwar dieses Mal packe ich hier einfach mal orange, ne? Da hinten dann blau. So, hier habe ich blau drin, ja? Dann packe ich hier das blau rein. Wir machen einfach ganz einfach in kleinen Schritten, gehen wir voran. Es reicht einfach nicht. Okay, wo ist die andere Plattform? Ach, wir sind noch gar nicht da, wo ich sein wollte, oder? Genau da wollte ich rauf. Welche Farbe haben wir da? Blau. Okay. Das heißt, da muss blau hin. Beim nächsten muss dann orange hin. Einfach ein bisschen konzentriert bleiben.
Dann passt das schon. Ich würde mich aber gerne umsehen. Ich könnte bis dahin rüberspringen und mir noch ein bisschen mehr Schwung aufbauen, ne? Egal. So, wir sind jetzt im Orangen drin und müssen... Ah, ich sehe schon. Wir müssen den Blauen jetzt aufbauen, ne? Also wir fokussieren uns jetzt mal dahin. Und dann bewege ich mich nicht. Okay, ich hätte mich gar nicht erst bewegen sollen. Es ist dieser Drang, sich gerade zu machen. Wie bitte was? Sehr gut. Beachten Sie, dass Sie beim nächsten Test nicht isolierten Elektroteilen ausgesetzt werden, die unter Umständen gefährlich sein können. Ja, so mich auch. Weitere Informationen erhalten Sie in einem unserer Seminare zu Elektrik und Sicherheit. Alter, was für ein Level. Das war ja mal krank. Das war cool. Hat mir gefallen. Definitiv. So, Level 19. Wenn das jetzt das letzte ist, bin ich auch ein bisschen enttäuscht. Willkommen beim letzten Test. Wenn Sie fertig sind, geben Sie das Gerät im Geräterückgabekomplex ab. Laut den Vorschriften des Enrichment Centers müssen beide Hände leer sein. Okay. Schauen wir mal. Okay, dann muss ich einfach den Ballon auflösen, sobald er da ist. Zack, fertig. Hey, bleiben Sie stehen. Ha, jetzt weiß ich, warum ich mich ducken muss. Okay, ich vermute einfach mal, das wird einer der schwersten sein. Bin ich der schwerste. Wichtiger Testapparat zerstört. Nein, nein, wo? Ich hab gedacht, das Tor geht hoch. Okay, somit merken wir, wir müssen nochmal zurück. Stirb, stirb. Wichtiger Testapparat zerstört. Hallöchen. Okay, aber es macht doch bestimmt das Tor auf. Ich brauch dich nicht. Das ist mit dir nicht in Ordnung. Ich brauch dich nicht. Da. Ah. So, eiskalt. Okay. Wichtiger Testapparat zerstört. So. Wer weiß, ob wir ihn nochmal brauchen. Alle Aperture-Technologien bleiben bis 4000 Grad Kelvin betriebsfähig. Seien Sie versichert, dass es vor Ihrem Siegesfeuer zu keinerlei gefährlichen Gerätefehlfunktionen kommen kann. Danke für die Teilnahme an dieser Enrichment-Aktivität von Aperture Science. Ende. Hilfe? Was machen Sie? Schluss jetzt. Ich...
Wir freuen uns, dass Sie die letzte Schwierigkeit überstanden haben, wo wir so taten, als wollten wir Sie töten. Wir sind sehr, sehr froh über Ihren Erfolg. Wir geben eine Party zu Ehren Ihres enormen Erfolges. Stellen Sie das Gerät ab und legen Sie sich mit gespreizten Armen auf den Bauch. Ein Party-Mitarbeiter kommt sofort, um Sie zu Ihrer Party zu bringen. Versuchen Sie nicht mehr, den Testbereich zu verlassen. Nehmen Sie die Eskortierungsposition ein oder Sie verpassen das Fest. Ich will kein Fest. Komme ich hier raus? Bringt mir das was, Schwung aufzubauen? Ich will doch nur gucken. Will ich gar nicht rein. Ich will gucken, was da oben ist. Na gut, dann halt so. Was, das hat funktioniert? Cool. Ich habe gar nicht hier gedacht, es geht hier nur um Tests. Richtige Eskorte. Ist ein Witz. Komm. Okay, ich dachte, wir machen hier nur ein paar Tests und dann war's das mit dem Spiel. Okay, dann gehe ich darüber. Wie crazy ist denn das? Ich habe gedacht, es geht hier nur um Tests. Das ist ein Rätselspiel. Hallo? Wo sind Sie? Sie sind doch hier. Ich kann es fühlen. Hallo? Ich bin nicht hier. Ich bin irgendwo anders, weil ich tot bin. Aber wir können uns wenigstens kurz umschauen. Wenn ich mich bewege, ist Liter übrigens. Das habe ich schon mal verstanden. Hallo? Wo sind Sie? Sie sind doch hier. Ich kann es fühlen. Hallo? Das war knapp. Abgeschlossen. Okay, jetzt wird's aber krass hier. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Hier kann ich ja nicht rein, ne? Okay. Ja. Jetzt bin ich auf mich alleine gestellt, nehme ich an. Was ist denn da durchgegangen? Egal. Ich würde gerne da hinten hin. Würfel! Würfel gehen dadurch, okay. Ah. Kann ich Schwung aufbauen? Ich weiß nicht, ob ich dadurch sterben kann, aber. Hat funktioniert, okay. No risk, no fun, Freunde. Was haben wir hier? Ah, chinesische Zeichen. Mhm, mhm. Sollen wir auf der anderen Seite? Nur mal kurz gucken, was da drüben ist. Ist ja krass. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe gedacht, ich habe ein bisschen Spaß mit ein paar Rätseln. Und nicht, dass da gleich so eine fette Story rauskommt.
Das ist einer meiner Rätsel, ne? Hier war eins meiner Rätsel. Nimm mal die Maus mit. Brauchst du sowieso eine neue. Tatsächlich, man wird hier einfach mal eiskalt beobachtet. Dafür nehme ich alles auseinander. So, was steht da? Das sind nicht mal Codes. Das ist einfach nur irgendwas auf der Tastatur getippt. Ach, jetzt kann ich es öffnen. Okay, gut zu wissen. Was? Okay, wir gehen mal rüber. Ist ja crazy, da muss ich mich jetzt mal ein bisschen anders hinsetzen. Ich habe eigentlich gedacht, das ist hier Entspannung pur, aber dass hier wirklich jetzt mal Action abgeht. Hier ist der Unterbereich, ne? Fluchtweg. Ah. Ich habe das Gefühl, hier bin ich nicht so wirklich richtig, aber... Haha! Dennoch würde ich gerne gucken, was da drüben ist. Was machen Sie denn? Sie haben es noch nicht geschafft. Das ist die falsche Richtung. Hallo? Ist da jemand? Nein. Es ist meine Richtung. Ich habe sie mir ausgesucht. Der Kuchen ist eine Lüge. Ich bin auch ein Würfel. Oh, oh, ich dachte, oh Gott, ich dachte, ich sterbe hier. Was, wo bin ich? Hä? Okay, der Test ist vorbei, gewonnen. Gehen Sie zum Rückgabekomplex, zu Ihrem Kuchen. Der Test war toll und wir sind beeindruckt von Ihrer Leistung. Das war's, kommen Sie zurück. Ich bräuchte einen Würfel. Okay, wie komme ich jetzt einen Würfel ran? Ich brauche keinen Würfel. Ist kein Fahrstuhl. Achso, ich kann hier rausspringen. Ich habe gerade Panik gehabt, dass der Fahrstuhl runterkommt. Okay, das ist ja mal crazy. Ich kann einfach im Boden stehen. Moment, ich kann im Boden stehen. Scheiße, ich habe mich kaputt gemacht. Ich bin kaputt. Ich hab das Spiel kaputt gemacht. Ah, Spielladen. Ich glaube, das ist richtig, ne? Ich hoffe, das ist richtig. Okay, wunderschön. Das mache ich nicht nochmal. Okay. Ich sehe schon, da hinten ist der Ausgang. Aber was ist hier? Warum wird mir hier offensichtlich eine Leiter angeboten?
Ach so, ich muss das Ding runterfahren. Wahrscheinlich. Nehme ich jetzt mal an. Oder nicht? Einmal bitte nach oben. So, jetzt brauche ich nur noch eine Plattform, wo ich das Ding anbringen kann. Ah. Sehr, sehr nice. Okay, gehen wir weiter. Gut, aber bevor wir weitergehen, Freunde, würde ich sagen, an dieser Stelle, wo ich nicht weiß, wo wir weiterkommen, auch wenn wir hier lang müssen, wahrscheinlich dadurch, würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Haut rein! Euer Zero, tschüss! Ist das geil!